Zusammen, nun starten endlich die lang ersehnten Fitness-Videos. Wie die meisten von euch wissen, ich bin ja nicht nur Golfcoach, sondern auch Fitnesstrainerin, das ich vor allem im Winter dann mache. Und ich möchte mit euch so ein bisschen arbeiten, damit ihr stabiler und mobiler auch in die neue Saison dann im Frühjahr starten könnt. Wir behandeln drei Sachen in den nächsten Videos, hauptsächlich Mobilität, Stabilität und Kraft. Das sind meines Erachtens die drei Hauptbestandteile im Fitnesstraining für Golfer. Und wir fangen heute ganz entspannt mal an mit den ersten drei Übungen. Viel Spaß dabei! Wir fangen an mit der Mobilität. Ich habe jetzt hier einen Mobility Stick, den braucht ihr allerdings nicht. Ihr braucht eigentlich nur, ihr könnt es auch mit dem Golfschläger machen oder irgendetwas, was euch so ein bisschen eine Stretchweite gibt. Je enger ihr greift, desto schwieriger wird die Übung auch gleich. Ihr stellt euch in die Ansprechposition, sprich hüftbreit hin. Und ihr streckt mal die Arme nach oben. Da scheitert schon bei den meisten, einfach mal die Arme nur über den Kopf nach oben zu strecken. So, und wenn ihr das schafft, ihr könnt jetzt auch euch noch mal kurz umentscheiden. Ihr könnt noch ein bisschen die Hände ein bisschen weiter auseinandernehmen. Und dann fangt ihr mal an, die Arme hinter den Kopf zu bekommen. So, ihr seht, ich bin da ziemlich beweglich. Das ist die Schultermobilität nach hinten runter. Bitte nicht zu schnell machen und auch nicht zu weit. Weil das kann natürlich auch ein bisschen wehtun. Aber bei den meisten scheitert es dann so ein bisschen hinterm Kopf. Da kommt nämlich der Punkt, wo es am meisten zieht, wo auch die Schulterblätter zusammenkommen. Da müsst ihr einfach mal schauen, dass ihr das täglich macht und schaut, dass die Arme gerade bleiben. Weil dieses Rumgewurschtel hier hinten, die Arme abzubeugen und dann irgendwie runterzukommen, das kann wirklich jeder. Die Kunst ist tatsächlich, die Arme gestreckt zu halten und weit nach hinten runterzukommen. Genau das gleiche wieder nach vorne. Das ist eigentlich eine klassische Aufwärmübung für die Schultermobilität. Wie gesagt, ihr müsst nicht gleich beim ersten Mal hinten runterkommen, sondern einfach mal in euren Stretch kommen. Wenn ihr dort seid, könnt ihr aktives Stretching betreiben. Das heißt, kleines Pumpen und ihr werdet merken, durch diese kleinen Bewegungen wird die Mobilität nach hinten besser. Die Faszien, die werden ein bisschen mobiler und lassen nach und ihr kommt immer ein bisschen weiter runter. Wenn ihr merkt, okay, jetzt tut es langsam weh, lösen. Okay, noch einmal, nach oben über den Kopf, langsam, Bauch ist fest, ich stehe gut da und nach hinten absenken. So, und das macht ihr ungefähr 10 Mal vorwärts, rückwärts. Dann habt ihr schon die erste Übung mit für die Mobilität.